Gewaltige Massenkundgebung im Berliner Sportpalast. Reichsminister Dr. Goebbels spricht. Er erklärte, der Ansturm der Steppe gegen unseren ehrwürdigen Kontinent ist in diesem Winter mit einer Wucht losgebrochen, die alle menschlichen und geschichtlichen Vorstellungen in den Schatten stellt. Die deutsche Wehrmacht mit ihren Verbündeten bildet dagegen den einzigen überhaupt in Frage kommenden Schutzwall. In Deutschland denkt heute kein Mensch an einen faulen Kompromiss. Das ganze Volk denkt nur an einen harten Krieg. Die Gefahr, vor der wir stehen, ist riesengroß. Riesengroß müssen deshalb auch die Anstrengungen sein, mit denen wir ihr entgegentreten. Der Schluss dieser Rede wurde zu einem einzigartigen Bekenntnis zum Führer. Dr. Goebbels sagte, als mir meine Zuhörer auf meine Forderungen vom 30. Januar spontan ihre Zustimmung bekundeten, behauptete die englische Presse, das sei ein Propagandatheater gewesen. Ich habe zu dieser Versammlung nun einen Ausschnitt des ganzen deutschen Volkes im besten Sinne des Wortes eingeladen. Vor mir sitzen reihenweise deutsche Verwundete von der Ostfront. Dazwischen zähle ich an die 50 Träger des Eichenlaubs und des Ritterkreuzes. Hinter ihnen erhebt sich ein Block von Rüstungsarbeitern und Arbeiterinnen. Soldaten, Ärzte, Wissenschaftler, Künstler, Ingenieure und Architekten, Lehrer, Beamte und Angestellte aus den Ämtern und Büros. Über das ganze Rund des Sportpalastes verteilt sehe ich Tausende von deutschen Frauen. An diese Gemeinschaft, die in diesem Augenblick die ganze Nation repräsentierte, richtete der Reichsminister 10 Fragen. Die Engländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Wollt ihr den totalen Krieg? Sie wissen müssen, damit Sie sich keine Illusionen und falschen Vorstellungen hingeben. Der mächtigste Bundesgenosse, den es auf dieser Welt gibt, das Volk selbst, steht hinter uns und ist entschlossen, mit dem Führer, koste es, was es wolle, und unter Aufnahme auch der schwersten Opfer, den Sieg kämpfen zu erstreiten.